Der November wird für alle ein harter Monat. Ab Montag wird das Leben in Deutschland wieder fast so weit zurückgefahren wie im Frühjahr. Das haben die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin am Nachmittag mit großem Ernst verkündet. Eine Vollbremsung für 4 Wochen in der Hoffnung, dass dann die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Also, Restaurants, Theater, Fitnessstudios dicht, dafür bleiben Schulen, Kitas und Geschäfte geöffnet. Private Kontakte werden stark eingeschränkt, Reisen sollen nicht stattfinden. Machen die Bürger das mit? Besteht das vor den Gerichten? Notbremse im November, was bringt der Lockdown? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Ja, eine nationale Kraftanstrengung, hat die Bundeskanzlerin heute gesagt. Das würden wir brauchen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend aus Berlin. Morgen dann eine Debatte im Bundestag, die mit einer Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Corona-Pandemie beginnt. Wir diskutieren aber jetzt schon mit Abgeordneten aus Regierung und Opposition. Meine Gäste darf ich Ihnen vorstellen. Hier im Studio ist Sabine Dittmar von der SPD. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, war bis 2010 Hausärztin und unterstützt jetzt im Gesundheitsamt ihres Wahlkreises auch. Sie führt dort nämlich Corona-Tests in einer Drive-in-Teststätte durch. Ja. Und ich begrüße einen weiteren Mediziner, nämlich Professor Andrew Ullmann von der FDP. Er ist Obmann im Gesundheitsausschuss, Professor für Infektiologie an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen. Dankeschön, guten Abend. Und Kirsten Kappert-Gontert ist zugeschaltet von Bündnis 90 Die Grünen, Obfrau im Gesundheitsausschuss. Auch sie Medizinerin, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Aber im Gesundheitsausschuss sind nicht nur Mediziner. Unser nächster Gast, Detlef Spangenberg, ganz herzlich willkommen, ist gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Schönen guten Abend, Herr Spangenberg. Guten Abend, ja. Guten Abend. Frau Dittmar, das sind heftige Einschränkungen, die heute Nachmittag dort verkündet wurden, die aber einstimmig gefasst wurden. Alle Ministerpräsidenten waren sich einig, dass man jetzt starke Einschränkungen machen muss. Welche halten Sie für die sinnvollsten und wirksamsten? Also in der Tat, es sind sehr harte Einschränkungen, was wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Einrichtungen, der Gastronomie, den Freizeiteinrichtungen, den Sportvereinen zumuten. Das ist richtig. Und für mich persönlich wird wohl die effektivste Einschränkung die sein und auch die, die am meisten bringt, die wirklich die deutliche Kontaktreduzierung. Ja, also das Minimieren der Kontakte. Das beschränkt sich vor allen Dingen auf den privaten Bereich. Richtig. Da ist ja dann die Frage, inwieweit kontrollieren wir das? Da hat ja Ihr Fraktionskollege, Ihr Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schon gesagt, dann müssen wir eben zur Not auch das kontrollieren. Da gab es schon eine Menge Aufregung. Wie sehen Sie das? Ja, das kann ich auch verstehen. Ich habe das Zitat jetzt auch gelesen vom Kollegen Lauterbach. Er hat es zwischenzeitlich ja auch dementiert oder klargestellt. Also ich denke, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das ist unbestritten und da will auch niemand dran, das ist auch keine Fraktionsmeinung. Er hat es ein bisschen anders gesagt. Ja, er hat gesagt, die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein. Und wenn private Feiern die Sicherheit gefährden, müssen die Behörden einschreiten können. Ja, es ist vielleicht seine persönliche Meinung, aber hat sie auch dementiert. Es ist keine Meinung meiner Fraktion und vor allem auch keine Meinung der führenden Gesundheitspolitiker in unserer Fraktion. Aber wenn doch die größte Gefahr von privaten Feiern ausgeht, ich das andererseits nicht kontrollieren kann, was bringt es dann, dass ich die Leute aus den Restaurants nach Hause schicke? Also im Moment haben wir ja ein sehr diffuses Ausbruchsgeschehen. Ja? Wir können 75% der Kontakte überhaupt nicht nachverfolgen. Wir wissen gar nicht, wo hat die Infektion stattgefunden. Bei 25% der Kontakte lässt es sich nachvollziehen. Und da ist in der Mehrzahl die private Feier, der private Kontakt. Das ist richtig. Aber anstecken tut sie sich überall. Ja, anstecken können sie sich überall. Und deswegen denke ich, ist es eine ganz wichtige Maßnahme. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger das verstehen, weil sie das auch in der Vergangenheit und in den letzten Monaten gut verstanden haben. Die überwiegende große Mehrheit hat sich ja an die Empfehlungen, an die Vorgaben gehalten. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass auch diese Maßnahmen greifen. Herr Ullmann, wie sehen Sie es? Ihr Fraktionskollege Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, hat gesagt, das, was jetzt da beschlossen worden ist, ist antirechtsstaatlich und undemokratisch. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, ob er jetzt antidemokratisch gesagt hat, aber klar. Undemokratisch und antirechtsstaatlich. So hat er es gesagt, genau. Und da hat er ja durchaus recht, denn das sind ja Beschlüsse, die von der exekutiven Gewalt her aus beschlossen worden sind, aber ohne Abstimmung, ohne Kontrollgremium des Bundestages oder der Länderparlamente. Ich denke, das müssen wir eigentlich klar sehen, dass die Akzeptanz, da bin ich nicht ganz der Meinung wie meine Kollegin hier, kann nur dann entstehen, wenn wir da auch entsprechende legislative Initiativen auch durchgeführt haben, denn die Diskussion muss in die Parlamente hinein. Das müssen uns sehr klar sein. Und das kann nicht einfach nur von der Exekutiven, geht die Gewalt alleine nicht aus, sondern eine Kontrollfunktion ist das Parlament. Und da gehört es rein. Und das war aber das Parlament hat ja die Infektionsnotlage, die epidemische Notlage im März festgestellt. Ja, aber die epidemische Notlage haben wir nicht. Wir haben eine pandemische Lage, das ist ja keine Frage. Diese Notlage, die wir damals mit auch getragen haben, war darauf geschuldet, weil wir nicht wussten, ob der Bundestag noch so funktionieren kann, wie sie vorher funktioniert hat. Und wir haben ja jetzt bewiesen, über Monate hinweg, es funktioniert. Auch die AHA-Regeln werden jetzt auch endlich auch im Bundestag auch durchgesetzt. Wir sitzen auch mit entsprechendem Abstand. Maskenpflicht herrscht jetzt auch im Bundestag. Unser Bundestag funktioniert, dann warum können wir die Debatte nicht in den Bundestag nehmen? Und da reicht nicht eine Regierungserklärung morgen aus, sondern muss auch die Beschlüsse, die getroffen werden, auch durch das Parlament gehen. Das ist unsere Hauptkritik. Ja, Frau Kappert-Gondert, wie sehen Sie es? Welche Rolle muss der Bundestag da spielen? Was erwarten Sie konkret dann von der Regierungserklärung morgen? Na, erstmal ist es ja gut, dass von dieser Konferenz das klare Zeichen ausging. Wir leben in einer wirklich angespannten Situation. Die Lage ist ernst und wir müssen die Infektionszahlen deutlich runterbringen. Die Maßnahmen, die jetzt aber im Detail getroffen worden sind, die sind in der Balance und im Fokus meiner Meinung nach nicht umfassend geeignet, diese Lage jetzt wirklich in den Griff zu bekommen. Und ich erwarte, dass das auch morgen im Parlament so besprochen wird, dass es keinen Sinn macht, dass man beispielsweise die Kultureinrichtungen, die Theater wieder schließt. Das sind ja gerade die Bereiche, die in den letzten Monaten gezeigt haben, dass sie mit klaren Hygienekonzepten, mit deutlichen Abstandsregeln, die ja richtig sind, wir müssen die Abstandsregeln einhalten, dass sie dadurch gezeigt haben, dass dort das Infektionsgeschehen nahe Null, vielleicht sogar bei Null liegt. Und die nun gerade jetzt zu schließen, das halte ich für das völlig falsche Signal. Wir werden damit die Gefahr haben, dass sich das Leben der Menschen aus dem öffentlichen Raum, wo es kontrollierbar ist, wie Abstandsregeln auch eingehalten werden, mehr in den privaten Raum verdrängen wird. Das halte ich für nicht geeignet, nicht zielführend, nicht nachvollziehbar. Ich gehe davon aus, dass es morgen in der Debatte auch klar so zumindest von den Oppositionsfraktionen benannt wird. Und also wir brauchen, da gebe ich dem Kollegen Ullmann recht, die Debatte im Bundestag. Aber trotzdem, Sie sagen, die Pandemie muss ernst genommen werden. Die Gefahr ist groß, aber Sie halten nicht alles für zielführend. Herr Spangenberg, es gab eine Auseinandersetzung mit der AfD über das Thema Masken. Es gibt eine Maskenpflicht im Bundestag. Daran halten sich nicht alle Mitglieder Ihrer Fraktion. Wie stehen Sie dazu? Warum verweigern Sie da die Maske als eine Regel, die ja eigentlich als eine Basis gilt, nämlich eine Basis der AHA-Regeln? Also das ist nicht ganz richtig. Da als der Bundestagspräsident diese Anordnung durchgesetzt hatte, dann tragen wir auch selbstverständlich alle die Maske. Das war zu dem Zeitpunkt, als er das als eine Empfehlung ausgegeben hatte. Und wenn es eine Empfehlung ist, dann bedeutet das keine Verpflichtung. Jetzt ist es eine Verpflichtung und da halten wir uns logischerweise auch dran. Aber wir sehen natürlich, diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, sind als völlig überzogen. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Bevölkerung das im großen Teil nicht mittragen wird, weil sie es gar nicht mittragen kann. Wenn ich daran denke, dass ich jetzt Menschen auf der Straße nicht mehr begegnen dürfen oder nicht mehr miteinander reden sollen, sondern nur noch Angehörige, das ist so albern und so unsinnig und gibt überhaupt keinen Sinn. Also diese Maßnahmen sind vollkommen an dem Sachverhalt vorbei eingereicht worden sind oder die werden jetzt vorgesehen. Also wir können das auf keinen Fall mittragen. Wir haben heute erst eine Diskussion gehabt, eine Anhörung zu diesem Thema, was die Infektionen betrifft. Dort haben wir nochmal deutlich gehört, wie unterschiedlich die einzelnen Wissenschaftler alle Maßnahmen betrachten. Und deswegen fordern wir nach wie vor, dass wir eine ständige Pandemie-Kommission einrichten, die dann wirklich mal dieses Problem auch angeht und dass wir endlich mal eine wissenschaftliche Betrachtung aller Maßnahmen bekommen, die ausgewogen sind. Das fehlt uns im Moment.
Jedenfalls diese Maßnahmen, die hier vorgesehen sind, sind unsinnig. Was ist denn genau unsinnig? In einem Interview gehört, sagte eine junge Frau, bis 22 Uhr kann ich in der Gaststätte sitzen, um 22:01 muss ich raus. Die Viren kommen dann scheinbar eine Minute nach um 10 kommen die an und greifen zu. Bis dahin sind sie nicht da. Also es ist völlig unsinnig. Was soll in den Geschäften passieren? Auch dort begegnet man sich. Die Geschäfte bleiben ja auch geöffnet. Ich fürchte eben, dass die Judikative hier einschreiten muss, um diesen Unsinn, der hier verzapft wird, wirklich zu beseitigen. Die nach neuesten Umfragen vom Deutschlandtrend ist es so, dass die meisten Bürger allerdings sehr hinter den Maßnahmen nach wie vor stehen. Also wenn man gefragt wird, auch im Vergleich zu Oktober, wurden Menschen gefragt, halten sie die Maßnahmen für ausreichend? Dann sagen 51%, sie halten sie für ausreichend, das sind 8% weniger. Aber 32%, nämlich 5% mehr, sagen, sie gehen nicht weit genug. Und nur 15% sagen, sie gehen zu weit. Also das spricht ja dafür, dass die Bürger eigentlich noch dahinter stehen. Frau Dittmar, bedenken Sie, dass das jetzt auch nach diesen neuen Maßnahmen, dass das weiter so ist, dass die Bürger wirklich dahinter stehen? Weil natürlich gibt es eine Menge Widerstand. Gab es eine große Demonstration von allen Leuten aus der Gastronomie, von der Veranstaltungsbranche. Viele fürchten um ihre Existenz. Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass die Bürger weiter dahinter stehen? Aus den vielen Gesprächen, die ich mit den Bürgern in den vergangenen Wochen geführt habe. Und ich nehme die Sorgen der Gastronomie, der Solokünstler, der Veranstaltungsbranche, der Freizeiteinrichtung auch wirklich sehr ernst. Und auch die Bundesregierung nimmt es sehr ernst. Es ist ein entsprechendes Förderprogramm nochmal angekündigt, um hier wirklich Hilfe zu leisten. Aber ich möchte wirklich noch einen Satz sagen. Die Menschen, Sie haben es gerade eben bestätigt, stehen hinter den Maßnahmen. Und ich finde das brandgefährlich. Wenn Kubicki und wenn Sie das jetzt hier bestätigen, Herr Ullmann, und den Eindruck erwecken, als ist das, was heute Ministerpräsident und Bundeskanzlerin miteinander vereinbart haben, nicht rechtsstaatlich oder antidemokratisch. Es ist geltende Gesetzlage, die mag uns gefallen oder die mag uns nicht gefallen. Aber das Beherbergungsverbot haben die Gerichte wieder einkassiert. Haben die Gerichte wieder einkassiert. Jetzt sind touristische Übernachtungen auf einmal verboten. Das ist doch klar, dass das Gericht nicht gefallen wird. Lassen Sie mich bitte zu Ende ausführen. Es ist im Moment geltende Rechtslage, dass die Länder die Anordnungen treffen. Ja, und es wird heute vereinbart, dass das einheitlich geschehen soll. Und ich denke, das ist ein wichtiges Signal. In der Tat ist es so, dass in der Vergangenheit einige der Rechtsverordnungen auch durch Gerichte aufgehoben worden sind. Wir sind ja da nicht blind, wir nehmen das ja zur Kenntnis. Und es ist uns auch klar, und es war uns eigentlich im März schon klar, als wir das Bevölkerungsschutzgesetz 1 verabschiedet haben, dass das Infektionsgesetz, so wie es jetzt in der Form ist, dass das nicht tauglich ist für eine Pandemie und weiterentwickelt werden muss. Deswegen haben wir ganz explizit beschlossen, und da waren Sie als Opposition, ich meine beide mitbeteiligt oder wenigstens mit einer entsprechenden Enthaltung, dass ein entsprechender Bericht bis zum Ende des 31. März erstellt wird und man daraus Lehren ziehen will, wie ich ein Infektionsschutzgesetz anpassen muss. Da sind wir dafür ja d'accord. Hatten Sie ja jetzt auch 8 Monate Zeit eigentlich. Ja, genau, und das passiert auch. Meine Fraktion hat intensive Gespräche mit Verfassungsrechtlern geführt. Wir werden auch in der nächsten Woche ein entsprechendes Positionspapier dazu verabschieden. Wir sind mit dem Koalitionspartner im Gespräch. Wir sehen die Defizite, die da sind, weil das Gesetz einfach nicht für eine Pandemie ausgelegt ist. Aber die Rechtsgrundlage ist da. Und jetzt den Eindruck zu erwecken, Ministerpräsidenten und auch Bundesregierung bewegen sich im rechtsfreien Raum und alles, was bislang geschehen ist, ist rechtlich nicht abgedeckt. Das ist schlicht und ergreifend unlauter. Ministerpräsident Söder hat heute auch gesagt, wir wissen, was wir unseren Parlamentariern zumuten, wenn wir das in diesen Gremien entscheiden. Also man ist sich durchaus bewusst, dass das nicht ein Gremium ist, was eigentlich nicht Entscheidung fällt. Das Gremium ist auch nicht verfassungskonform, ist falscher Ausdruck, aber es ist nicht durch die Verfassungs gestärkt oder auch festgelegt. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist, man kann es bösartig sagen, eine Selbstorganisation, wo man sich Sachen abspricht und koordiniert. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, es ist schlecht, wenn wir einheitliche Regeln haben. Aber diese einheitlichen Regeln müssen durch die Parlamente. Und das dürfen wir nicht in Frage stellen. Wir leben ja einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das dürfen wir nie vergessen bei aller Pandemiesituation. Unsere Parlamente funktionieren ja. Ja, aber was heißt das denn, wenn das jetzt durchs Parlament geht? Was denken Sie denn? Ich würde auch gerne was zu sagen. Ja, wenn das jetzt durchs Parlament geht, was würden Sie denn dann ändern? Was würden Sie nicht mittragen wollen? Es gibt ja in den Empfehlungen ja durchaus unlogische Schlussfolgerungen. Ein Beispiel ist,
wo Familien sich nicht treffen können, mehr als zwei Familien sich treffen können. Die Kinder sind dann gemeinsam in der Schule, aber nachmittags dürfen sie nicht miteinander spielen. Das ist ein Beispiel, was nicht sehr logisch ist. Ich verstehe jetzt auch nicht, und Frau Kappert-Gondert hat es ja auch gerade schön aufgestellt, ich verstehe nicht die Gastronomie, warum sie jetzt schließen müssen. Da ist Kontrolle, da gibt es Hygienekonzepte, die kann man ja auch aufrechterhalten. Ich habe große Bedenken, wenn von einzelnen Abgeordneten gesagt wird, dass eine Polizeikontrolle für private Feierlichkeiten existieren. Nur wir bringen die Leute aus dem öffentlichen Raum in die private Räumlichkeiten hinein, wo also dann das heißt, diese unkontrollierten Sie wären dafür, dass die Restaurants geöffnet bleiben mit Hygienekonzepten? Mit Hygieneregeln, na genau, klar. Ja, Frau Kappert-Gondert, Sie wollten dazu was sagen. Also wir müssen noch gucken, welche Maßnahmen sind geeignet und nachvollziehbar. Und in diesem Paket sind eine Reihe von Maßnahmen, die erstmal sinnvoll sind. Nämlich die Kontakte wirklich radikal jetzt zu beschränken, dafür also auch zu werben, dass sich auch im privaten Raum noch maximal zwei Familien treffen dürfen. Das halte ich für richtig und überhaupt eine einheitliche Linie jetzt erstmal zu vereinbaren, das halte ich auch für richtig. Aber im Detail gibt es eben Bereiche, insbesondere der Kulturbereich, wie wir eben gerade schon angesprochen haben, andere Bereiche, wo die Hygienemaßnahmen sich bewährt haben, die kontrollierbar sind, die nachvollziehbar sind. Und da muss natürlich ganz klar, auch aus Sicht von Bündnis 90 Die Grünen, müssen diese sehr weitreichenden Beschlüsse jetzt nochmal parlamentarisch nachvollzogen und besprochen und debattiert werden. Und ich gehe davon aus, wenn in den Landesparlamenten und wenn im Deutschen Bundestag nochmal über dieses gesamte Paket gesprochen wird, dass es eine große Einigkeit geben wird, dass wir gemeinsam mit Abstand, mit klaren Maßnahmen diese Krise in den Griff bekommen können. Hat ja bisher aber nicht, hat ja nicht gereicht. Und die Infektionszahlen deutlich reduzieren müssen. Aber einzelne Maßnahmen werden, vermute ich, von diesem Deutschen Bundestag dann nicht mitgetragen. Okay. Das betrifft vor allem die nicht nachvollziehbaren Einschränkungen im Kulturbereich. Okay, das ist klar, Herr Spangenberg. Was würden Sie sagen, gibt es Maßnahmen, Herr Spangenberg, wo Sie sagen, die tragen Sie mit? Also wir tragen mit, dass natürlich die gefährdeten Gruppen geschützt werden sollen. Das hatten wir von Anfang an gesagt, da wurden wir nicht gehört. Wir haben gesagt, die Menschen, die wirklich gefährdet sind, also Vorerkrankungen oder auch ältere Menschen, wo ein Risiko besteht, die sollten auf freiwilliger Basis wirklich umsorgt werden, betreut werden mit den Möglichkeiten, die wir haben. Stattdessen hat man ein ganzes Land platt gemacht. Das haben wir von Anfang an kritisiert. Und jetzt höre ich gar nicht heraus, den wichtigsten Punkt, der wird gar nicht angestellt. Wir machen eine ganze Wirtschaft kaputt. Die Schausteller sind erledigt. Die Messe betreibt sie gehen kaputt. Wir haben sehr viele Gastronomie, wir sprechen von zigtausenden von Gastronomiebetrieben, die das nicht überleben werden. Steht jeden Tag in der Zeitung, viele Gastronomieinhaber sagen sogar die Zeit, wann sie wirklich schließen müssen. Die Menschen werden entlassen dadurch. Das werden Existenzen zerstört, die über Generationen aufgebaut worden sind oder wo auch manche 20 Jahre oder 30 Jahre dran gearbeitet haben und die auf einmal vor dem Nichts stehen. Das scheint einige Politiker der Regierungsparteien überhaupt nicht zu interessieren. Die sagen, verteilen auch Geld. Ich frage mich, wo das Geld herkommt. Das Geld ist eine Wertschöpfung, also der Teil vom Umsatz, der zu Einkommen wird. Aber wenn gar kein Umsatz mehr existiert, wo kommt denn die Wertschöpfung her? Wer soll denn das bezahlen, was hier verteilt wird? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Wir können da nicht unser Wirtschaft platt machen. Also wir treten dafür ein, dass unbedingt mit Augenmaß gehandelt wird, wo Gefährdungen sind. Dann werden aber das ist natürlich das schwierig. Da stehen wir auch dahinter. Weil man sieht ja, man die sieht Maßnahmen ja auf keinen Fall mittragen, wie wir so gehen. So okay. Geht das nicht. Und da wird die AfD mit aller Konsequenz sich einsetzen für die Unternehmen, für den Mittelstand, dass sie wirklich nicht die Türen schließen müssen in diesem System. Nur das Problem ist natürlich, wenn die Infektionslage dramatischer wird, dann schadet das natürlich auch extrem der Wirtschaft. Dietmar, gibt es denn Punkte, wenn jetzt der Bundestag darüber spricht, wenn darüber jetzt debattiert wird und das soll beschlossen werden und es gibt viele Stimmen, die das anders sehen. Was heißt das denn dann? Jetzt haben die Ministerpräsident einmal eine Einigkeit gezeigt, weil vorher wurde immer kritisiert, dass sie da auch nicht einig sind. Und wenn jetzt der Bundestag das alles wieder zerpflückt, das gibt doch auch keine Akzeptanz. Ich gehe nicht davon aus, jetzt auch nach den Wortmeldungen der Kollegen von der FDP und von dem Bündnis Grünen, dass dieses Maßnahmenpaket, das einvernehmlich jetzt
zwischen den Ministerpräsidentinnen und der Bundeskanzlerin besprochen worden sind. Ich meine, die sitzen ja auch, die Grünen, in 10 Landesregierungen dabei. Die Ministerpräsidenten sind da jetzt ja auch nicht so ganz autark. Oder auch die FDP ist in 3 Landesregierungen entsprechend beteiligt. Und ich gehe davon aus, dass das da auch entsprechend besprochen worden ist. Von daher bin ich davon überzeugt, dass auch die Maßnahmen per se, vielleicht gibt es den einen oder anderen Kritikpunkt, das kann man auch durchaus unterschiedlich sehen, aber dass das Verständnis dafür, dass wir uns jetzt wirklich in einer sehr, sehr angespannten Situation befinden. Und ich muss einfach noch mal dran erinnern, Verdoppelung der Infektionszahlen innerhalb einer Woche. Wenn wir heute nichts machen, sind wir zum Ende der nächsten Sitzungswoche bei 30.000 Infektionen angelangt. Die Belegung der Intensivbetten ähnlich. Wir merken an der Statistik, dass sich zunehmend ältere Patientinnen infizieren. Und von daher ist es wirklich dringend notwendig, jetzt die Bremse reinzuhauen und Maßnahmen für 4 Wochen, die sind zeitlich begrenzt, die sind zielgerichtet zu treffen, um hier diese Dynamik aus den Infektionsgeschehen rauszunehmen. Aber es besteht dann nicht die Gefahr, dass man nach 4 Wochen dann denkt, es hat nicht gereicht und dann muss man nochmal verlängern? Also wir gehen, ich meine, es ist alles eine neue Situation, ja. Und wir gehen davon aus, oder wenn ich sage wir, dann ist es Wissenschaft, dann sind es Modellierer, dann sind es Statistiker, Epidemiologen, dass es gelingt, wenn man so einen Teil-Shutdown macht. Ja. Es bleiben ja Schulen auf, es bleibt aber die Kita denn auf, dann nicht es bleibt das dann Wirtschaftsleben ist ja doch aber die Frage, warum dann nicht zu sagen, tatsächlich dann auch die Schulen dann wirklich es muss alles uns jetzt, zu. Es muss uns jetzt gelingen, dass wir in vier Wochen, wenn wir vielleicht wieder zusammensitzen, die Infektionszahlen wieder auf 5.000 oder schön wäre noch niedriger runtergebracht zu haben, um wirklich wir werden ja den Virus nicht los, ja? Aber ja, es muss uns gelingen, die Inzidenzen wirklich deutlich runterzubringen, damit unsere Gesundheitsämter Kontakte gut nachverfolgen können, damit sie das gut managen können. Könnte man ja sagen, wenn es an den Gesundheitsämtern liegt, die das nicht schaffen, Frau Kappert-Konter, könnte man da nicht sagen, okay, dann unterstützt man die, was weiß ich, dann schickt man die Bundeswehr wirklich in die Gesundheitsämter und dann versucht man die aufzustocken, damit die Kontakte nachvollziehen, aber dafür muss man nicht diese drastischen Maßnahmen machen? Also was muss das Ziel sein, was muss nach den 4 Wochen man stehen? Man muss die Balance finden. Genau. Und dass die Gesundheitsämter da eine ganz große Rolle spielen, das dürfte jetzt auch sozusagen jeder Person klar sein in diesem Land. Die Gesundheitsämter machen einen Megajob, die kommen tatsächlich zurzeit kaum hinterher. Es wird ja schon unterstützt durch Polizei, durch Bundeswehr. Das ist auch richtig, weil das Kolleginnen und Kollegen sind, die daran gewöhnt sind, auch in Lagen zu arbeiten aus den Gesundheitsämtern, mit denen ich im engen Kontakt bin. Die sagen, das funktioniert gut, da auch die Unterstützung. Aber klar ist, die Gesundheitsämter darf man natürlich nicht im Regen stehen lassen. Die brauchen deutlich mehr Unterstützung, als sie jetzt bekommen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich die Infektionszahlen runterkriegen. Und ich würde davon ausgehen, dass wenn wir dieses Maßnahmenpaket im Deutschen Bundestag debattieren, dass unter den demokratischen Fraktionen es eine ganz klare Einigkeit gibt, dass es Maßnahmen geben muss und dass die auch über Abstand, über Hygieneregeln, über die AHA-Regeln, über das Führen eines Kontakttagebuches hinaus so gestaltet werden müssen, dass es gelingt, die Infektionszahlen runterzubringen. Ja, aber dann fangen Sie ja wieder neu an. Da liegt der Teufel eben im Detail. Ja. Da liegt der Teufel im Detail, dass wir jetzt Maßnahmen seitens der Ministerpräsidentin und der Bundeskanzlerin empfohlen oder sagen, entschieden bekommen, die eben aus dem öffentlichen Raum, wo wir Den Punkt haben Sie gemacht, mit ja. Abstand wirklich gestalten können, dass wir die jetzt weiter in den privaten Raum verdrängen, wo sie eben nicht kontrollierbar sind, das halte ich für einen Fehler. Genau, und ich gehe ist klar, davon aus, dass das auch genau, im den Punkt haben Sie so gemacht. Zur Sprache käme. Herr Spangenberg, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, da müssen wir uns, das tragen wir mit, das macht wirklich Sinn. Es macht Sinn, dass die Leute jetzt mehr zu Hause bleiben, weil ja die Geschäfte bleiben ja auf. Das ist ja, hilft ja, ist ja anders als im Frühjahr, das hilft der Wirtschaft ja.
Ja, Sie haben eben schon mal den Zungenschlag, den Seitenhieb verstanden. Die demokratischen Parteien oder Fraktionen im Bundestag, da ist immer damit gemeint, dass wir das nicht sind. Für uns oder für mich persönlich ist die Grüne Partei natürlich die undemokratischste Partei. Und ja, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Sie ist für mich völlig undemokratisch. Das gebe ich da gleich mal zurück. Aber ich muss sagen, wir tragen natürlich die Maßnahmen mit, die ich vorhin schon angesprochen habe, den Schutz der wirklich Gefährdeten. Wir haben heute in der Anhörung noch mal deutlich gemacht bei den Infektionsdiskussionen und den Teststrategien, dass es keinen Sinn hat, jetzt über hunderttausende Tests durchzuführen mit riesen Fehlerquellen und dass wir sowohl positiv wie negativ falsch testen. Nach jeder Richtung geht das. Das wurde heute auch noch mal von einigen. Das heißt, Sie sind dafür, weniger zu testen? Und wir sollen nur dort testen, wo wirklich auch ein Grund vorliegt. Es gibt ja dann auch bestimmte Abstufungen, wie man sagt, man geht in dieser Reihenfolge vor. Auch das wurde heute noch mal diskutiert. Aber die Leute werden auch teilweise hysterisch verunsichert. Und wir entwickeln mittlerweile, das mag den Grünen ja gefallen, eine Art Blockwart-Mentalität. Ich zeige den und den an, weil er das und das nicht gemacht hat. Und da wehren wir uns dagegen, dass wir in einen Zustand hineinraten, wo die Leute eine Art Spitzeldienst wieder aufbauen, dass man den anderen Leuten anzeigt. Ich habe das ja mit der Kollegin Nogonda schon so eine Diskussion mal kurz gehabt. Der passt ja auch einiges nicht. Aber so kann es nicht weitergehen. Wir möchten auf demokratischer Grundlage das Problem lösen, aber nicht so, wie es zurzeit hier vorgestellt wird. Okay, Herr Ullmann, was würden Sie denn sagen? Was ist denn jetzt das Wichtigste, wo Sie sagen, dass da können sich alle Parteien drauf einigen? Vielleicht sollen wir erst mal diskutieren, dass die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen worden sind, nicht alternativlos sind. Wir haben andere Möglichkeiten. Wir müssen nicht mit den Maßnahmen, die wir aus dem letzten Jahrhundert her kennen, heute eine Pandemie bekämpfen. Wir können das durchaus smarter, intelligenter machen. Und da gehört eine Teststrategie, die wir in den Bundestag eingebracht haben und heute in der öffentlichen Anhörung auch diskutiert haben. Denn mit dieser Teststrategie kann man durchaus auch einige Öffnungen aufrechterhalten. Meine größte Sorge ist, was wir im Herbst erlebt haben, gerade in den Pflegeheimen. Wir kommen jetzt in die kalte Jahreszeit hinein. Ich möchte nicht eine Jahreszeit der sozialen Kälte erleben, wo wir die älteren Menschen ausgesperrt sind mit ihren Kontakten. Das sind Kollateralschäden, die wir nicht akzeptieren können. Und ein weiterer Kollateralschaden ist auch die Wirtschaft. Das muss man auch ganz klar sagen. Wirtschaft und Gesundheit gehören ja zusammen. Okay, heißt das dann Schnelltest vor jedem Altenheim? Davon habe ich heute nichts gehört. Darüber haben wir tatsächlich heute im Gesundheitsausschuss diskutiert, in der öffentlichen Anhörung. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit bei allen ihren Einschränkungen eines Schnelltests, die natürlich nicht hundertprozentig ist. Und das müssen wir auch begreifen. Alle Maßnahmen, die diskutiert werden, werden nie einen hundertprozentigen Schutz gewährleisten vor einer Infektion. Aber wir reduzieren das Risiko. Und wenn wir einen Schnelltest für Besucher machen würden, neben der Testung von Personal und den vulnerablen Gruppen in den Pflegeheimen, können wir das Risiko senken, wenn wir auch noch zusätzlich die AHA-Regeln einhalten. Das war aber nicht in dem Maßnahmenpaket, was heute beschlossen wurde. Das war aber in unserem Maßnahmenpaket. Das muss auch nicht im Maßnahmenpaket sein, das wir heute beschlossen haben, weil das schon in der Testverordnung vom 14. Oktober 2020 so drinsteht. Also das sind jetzt keine Neuigkeiten. Ich sage guten Morgen, FDP. Nein, aber das ist aktuelle der Strategie der Bundesregierung. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass jetzt vor jedem Altenheim ein Testmobil steht und ich dann... Nein, die Altenheime bekommen Schnelltests zur Verfügung gestellt, erarbeiten entsprechende Testkonzepte, um eben auch Besucher zu testen. Aber dann, warum haben die das nicht schon einen Monat? Wir haben schon 6, 8 Wochen das eingereicht. Guten Morgen, SPD. Man muss ja Oktober schnell handeln jetzt. Ja klar, aber die Schnelltests, die standen da einfach noch nicht in der Menge zur Verfügung und vor allem waren sie nicht validiert. Also wir haben uns jetzt hier nicht auf die Herstellerangaben, was Sensitivität und Spezifität, also wirklich Genauigkeit der Schnelltests angeht, verlassen, sondern die mussten nachträglich nochmal validiert werden und vom BfArM dann entsprechend gelistet. Und das ist zwischenzeitlich passiert und nach meiner Kenntnis passiert es zwischenzeitlich auch in den Senioreneinrichtungen. Es gibt Einrichtungen mit Konzepten, die das abfordern und ist mir bislang auch noch kein Engpass gemeldet worden. Also das läuft jetzt sicherlich erst 14 Tage alt, die Testverordnung erst so richtig an, aber es ist aktuelle Verordnungslage. Nun sagen die Ärzteverbände, die haben sich ja heute Frau Kappert, kann Sie noch kurz dazu und dann, ja? Also die Tests und die Schnelltests, sie bieten wirklich eine große Chance. Aber man darf nicht vergessen, dass es trotzdem das Entscheidende ist, dass wir wirklich Abstand halten, unsere Alltagsmasken tragen und auch große Personenansammlungen im privaten Bereich deutlich reduzieren. Und ergänzend können diese
klaren Abstands- und Hygieneregeln dann durch die Schnelltests insbesondere verbessert werden. Und da liegen in dieser Kombination wirklich große Chancen. Und was wir auch brauchen, ist, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ein Kontakttagebuch führen. Mhm. Weil das ist tatsächlich, weil Sie vorhin die Gesundheitsämter ansprachen, ein großes Problem derer, die potenziell Infizierte anrufen oder welche, die positiv getestet wurden, dass die meisten Menschen sich dann nicht mehr gut erinnern, wo waren sie vorgestern und wo waren sie vorvorgestern. Dafür haben wir also doch auch eigentlich die Corona-Warn-App, oder? Wenn wir Infektionszahlen runterbringen wollen, müssen wir auch dieses Kontakttagebuch führen. Jetzt sagt, heute gab es eine Pressekonferenz der Bundeskassenärztlichen Vereinigung und anderen Ärzteverbänden, die gesagt haben, das ist gar nicht sinnvoll, dieser pauschale Lockdown, so wie er jetzt beschlossen ist. Wir müssen die Risikogruppen, zum Beispiel die Alten, die Vorerkranken, besser schützen. Wir brauchen eine längerefristige Strategie, 4 Wochen, das reicht eigentlich. Nee, Herr Ullmann, was sagen Sie diesen Ärzten, die ja andere Maßnahmen wollen? Ich stehe hinter diesen Maßnahmen, aber ich finde die sehr vernünftig und auch durchdacht. Es muss natürlich noch in Details noch vieles noch besprochen werden. Aber zu sagen, dass besondere Masken angewendet werden, eine vernünftige Teststrategie angesetzt wird, das ist etwas ganz Gutes, das in diesem Positionspapier auch publiziert worden ist. Und etwas auch, was ganz wichtig ist, das ist jetzt noch nicht richtig diskutiert worden, meiner Meinung nach, ist die Kommunikationsstrategie. Mhm. Wie können wir die Akzeptanz aufrechterhalten? Die Akzeptanz in der Bevölkerung kann man nur dann aufrechterhalten, wenn die Maßnahmen transparent und nachvollziehbar sind. Aber es und ist doch schwierig, auf wenn Gebote an eine, anstatt auf Verbote gehen, natürlich. Wenn man an einem Tag, wo solche harten Maßnahmen verkündet werden, auf der anderen Seite die Ärzte sagen oder viele Ärzte sagen und dann Ärzteverbände sagen, das macht eigentlich keinen Sinn. Also dann ist der Bürger doch umso stärker verunsichert. Herr Spangenberg, würde ich gerne dazu fragen. Herr Spangenberg, was halten Sie von diesem Positionspapier? Ich hatte das ja... Ja, Frau Blätter, ich hatte das ja eben schon angesprochen. Das war ja auch eine unserer Forderungen, dass wir wirklich nur die Risikogruppen besonders auf freiwilliger Basis natürlich umsorgen und betreuen. Aber ich würde auch noch mal zu den Masken sagen. Wir sind der Meinung, dass die Maske eben kein wirksamer Schutz ist. Sie hat nach vielen Jahren hat die Probleme. Einmal ist sie teilweise sehr unhygienisch, zum Zweiten behindert sie die Menschen, zum Dritten ist der Nutzen wissenschaftlich immer noch nicht bewiesen. Deswegen fordern wir ja ständig eine ständige Kommission, die sich endlich mal mit diesen Sachen wirklich und unabhängig von Regierungsmeinung beschäftigt. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht durchsetzen können. Und wir wissen auch, wenn man eine Maske auf hat, dann atmet man natürlich auch einen Teil seiner eigenen Atemluft wieder ein, das auch nicht gerade sehr vorteilhaft ist für den menschlichen Organismus. Dann, wie gesagt, ist sogar die Diskussion, ob nicht bestimmte Masken sogar selber noch einige Partikel an sich haben, die gefährlich sind. Also wir haben da ein riesiges Spektrum, was überhaupt noch nicht untersucht wurde. Also die AfD bleibt, der gerade von Regierungsparteien gerade stattfindet, den tragen wir eben nicht mit. Wir möchten zielgerechte Maßnahmen haben. Ja, hier regt sich die Medizinerin, die auch nach allgemeiner Kenntnis als Gefährdete eingeschätzt werden. Die möchten wir haben. Ja, also die AfD bleibt dabei. Sie ist gegen die Maske und gegen die Maskenpflicht. Frau Dittmar, zu den Ärzten und zur Maskenpflicht vielleicht nochmal. Ja, zur Maskenpflicht, nee, das kommentiere ich jetzt nicht mehr weiter, diese Aussagen vom Herrn Spangenberg, da ist die Sendezeit jetzt, ist mir da jetzt einfach zu schade dafür. Ich möchte zu dem Ärztepapier etwas sagen. Ich habe mir das heute auch angeguckt, das sind also 3 Seiten, ein Konzept angekündigt. Ich sage in aller Deutlichkeit, ich habe das Konzept hier drin nicht gefunden. Das wenige, was hier beschrieben worden ist, hat mich massivst irritiert. Und ich kann auch aus Gesprächen mit anderen ärztlichen Kollegen berichten, dass diese auch irritiert war und man schon hinterfragen muss, mit welcher Legitimation sich die KBV sich hier dieses Papier verfasst hat. Ja? Sind aber auch Virologen, die daran mitgearbeitet haben. Es ging mir jetzt ja um die Ärzteverbände, den Herrn Streeck, seine Position und Meinungen zu dem Thema, die waren ja bekannt, die finden sich jetzt hier auch wieder. Ich muss Ihnen sagen, mir gefällt das, was in dem Papier drin steht, im Gegensatz zum Kollegen Ullmann, überhaupt nicht. Also ich interpretiere das Wenige, was da zu lesen ist, so, dass wir Maßnahmen und Lüften einhalten, ansonsten keine Verbote oder Gebote mehr. Ja, also auch keine, die Risikogruppen auch keine Veranstaltungsbeschränkungen, auch keine Begrenzungen der Zusammenkünfte. Natürlich Risikogruppen schützen, das ist auch unser Anliegen. Und ich muss Ihnen sagen, die Schleusen, die hier beschrieben sind, die gibt es in den Senioreneinrichtungen, die ich bislang besucht habe, die haben die Hygienekonzepte, ausgeklügelte Hygienekonzepte. Wenn man das noch verbessern kann, gerne. Aber in dem Papier, wenn
wenn man das genau liest, steht auch drin, dass im Prinzip 40%, also das sind unsere älteren Patienten, das älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind die chronisch Kranken, dass die für Monate letztendlich in eine Isolation gehen, abgeschottet werden vom gesellschaftlichen Leben. Und okay, das finde ich wirklich also unsäglich. Und ich bin da sehr gespannt, also auch auf die Diskussion in meinem ärztlichen Kreisverband. Ich hoffe, dass das aufgearbeitet wird, dieses Papier. Und hätte mir sehr gewünscht, dass die Ärzteschaft sich eher der Position der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, angeschlossen hätte. Das wäre für mich eine sehr viel differenziertere Position gewesen. Da steht aber auch klar drin, Gebote statt Verbote, um die Bürger und Bürgerinnen zu motivieren. Oh, da ist es noch nicht. Herr Ullmann. Ich würde gerne zu den Pflegeheimen auch noch was sagen. Ja, Moment. Erst Herr Ullmann, wie wichtig ist das, wenn man sagt, Gebote statt Verbote? Macht das Sinn? Und was ist das für ein Zeichen, wenn an so einem Tag, wenn auf der einen Seite die harten Maßnahmen kommen, auf der anderen Seite Ärzte das eigentlich alles anders sehen oder einige Ärzte? Also die Diskussion wird es immer geben in der Wissenschaft. Das ist normal. Es gibt keine oder selten eine einheitliche Meinung in der Wissenschaft und schon auch gar nicht in der Ärzteschaft. Es wird immer Diskussionen geben. Es gibt da Mehrheitsmeinungen vielleicht, aber in der Ärzteschaft herrscht keine Demokratie, muss man ehrlicherweise sagen, sondern da gibt es halt wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die sich dann widerspiegeln in Leitlinien oder Meta-Analysen. Aber zum Beispiel die AHA-Regeln, die Maske, das steht außer Frage. Also und die Evidenz ist auch da, im Gegensatz, was andere behaupten, die Evidenz ist da. Die Evidenz heißt, das heißt, dass der Nutzen dargelegt ist. Nachgewiesen ist, natürlich, sonst würden wir ja gar nicht in den OP gehen ohne Maske. Genau. Ich meine, das möchte ich mal gerne sehen, welcher Arzt in den OP geht ohne Maske. Also das operieren. Ist indiskutabel, aber ein wichtiger Punkt sind natürlich eher Gebote als Verbote. Das liegt aber auch in der, wie wir auch die Menschen sehen als freie Demokraten. Wir haben das Vertrauen, dass der Einzelne Verantwortung genug zeigen kann. Hat aber noch nicht funktioniert, Herr Ullmann. Nein, die Infektionszahlen steigen doch. Warum hat es nicht funktioniert? Die Frage ist, warum es nicht funktioniert? Weil die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung eher zur Verunsicherung zuführt, nicht transparent ist und zum Teil auch widersprüchlich ist. Und wenn wir das endlich beseitigen würden und dann auch noch die Sicherheit bringen würden, dass es auch noch parlamentarisch legitimiert ist, wette ich mit Ihnen, dass es da die Akzeptanz höher ist. Okay, zur Verunsicherung hat zum Beispiel auch beigetragen, dass es ein Beherbergungsverbot gab mitten in den Ferien, was vorher alles nicht abgesprochen war, ganz kurzfristig. Von wenigen Tagen, nachdem der Spahn gesagt hatte, wir gehen in Urlaub in Deutschland und dann eine Woche später gab es Beherbergungsverbot. Ja, und jetzt werden wieder Reisen verboten. Ja, obwohl die Gerichte letzte Woche oder vorletzte Woche was anderes gesagt haben. Frau Kappert-Gonter, wie sehr befürchten Sie, dass einiges, was da jetzt verkündet worden ist, schnell wieder von den Gerichten einkassiert worden ist? Und was heißt denn das dann für die Verunsicherung der Bürger? Ich finde es besser, wenn es eine parlamentarische Debatte gäbe, sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen, um dann noch mal zielgerichtet zu gucken, welche Maßnahmen sind wirklich zielführend, sind geeignet, sind nachvollziehbar und dass die Parlamente dann entsprechend entscheiden, damit es eben nicht diese Verunsicherung gibt. Hier gibt es Entscheidungen und die müssen womöglich von den Gerichten wieder einkassiert werden. Zu den Pflegeheimen würde ich gerne noch beitragen. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir es weiter möglich machen, dass Menschen in Pflegeheimen, aber auch in Krankenhäusern Besuch bekommen können. Und das ist auch möglich, wenn man auch da klare Hygienekonzepte einhält und die AHA-Regeln befolgt. Und dann ist es auch sinnvoll, dass auch Menschen, die alt sind, die Vorerkrankungen haben, weiterhin Besuch bekommen, eben mit Abstand, mit Maske, mit Hände desinfizieren, weil es eben auch so wichtig ist für die seelische Wohlbefinden der Menschen, dass sie nicht vereinsamen. Und wir gehen in die kalte Jahreszeit. Wir haben nochmal eine ganz andere Situation als im März oder im April, als man mehr draußen sein konnte. Und deshalb halte ich es für absolut wichtig, dass man da die Besuchsregeln auch entsprechend aufrechterhält. Herr Ullmann und dann Herr Spangenberg. Ich habe da auch noch ein Anliegen bezüglich der älteren Herrschaften, die auch zu Hause gepflegt werden. Da müssen auch die Konzepte her. Die ambulante Krankenpflege oder Altenpflege muss auch in dieser Konzeption eingebunden werden. Und natürlich auch die Familien, die Betreuung dieser Menschen daheim. Das wurde noch gar nicht so richtig diskutiert in der Politik, sondern wir fokussieren auf Heime, wo natürlich die großen Ausbrüche sind. Aber das gab es genauso auch in der ambulanten Pflege. Und das dürfen wir eigentlich auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Herr Spangenberg, wenn wir jetzt, wenn wir in diesen November gehen, das ist ein trüber Monat sowieso, wo denken Sie oder auf welche Art
könnte man ja eine Solidarität verlangen und auch einfordern? Naja, wenn wir auf wissenschaftlicher Basis und Kenntnisse, kann man natürlich Maßnahmen auch verlangen von der Bevölkerung, aber ich sehe das genauso, das muss eine Bringepflicht schon sein, aber sie soll auf normalem Weg stattfinden, also nicht mit Verboten, sondern mit Geboten, vielleicht mit Unterstützung und Überzeugung. Und ich muss sagen, wenn man dann auf einmal unsere Ablehnung der Masken damit vergleicht, dass in den OP-Saalen Masken getragen werden, wo im offenen Körper Handlungen oder Operationen durchgeführt werden, finde ich das höchstens gerade albern und lächerlich, wenn man versucht, Argumente so auszuhebeln. Also wir sind dafür, dass die Menschen sich vernünftig verhalten, aber wir sind gegen diese Art Gebote, wenn Sie sich überlegen, dass in einigen Städten jetzt draußen eine Maske getragen werden soll, mitten ja, in der Straße. Das ist da so unsinnig. Und gibt in Einkaufsstraßen, wo viel Gedränge ist. Gar keinen Sinn. Das ist überhaupt keinen Sinn. Also das ist eine Hysterie, die hier verbreitet wird und die verantwortlichen Politiker, die das mittragen, werden sich zu verantworten müssen vor der Bevölkerung, den Schaden, die sie mit diesen Maßnahmen anrichten. Aber Herr Spangenberg, Sie sehen schon, wie stark die Zahlen steigen. Das macht Ihnen keine Sorge? Die Sorgen mache ich mir insofern nicht, weil wir immer mehr testen. Wenn ich immer mehr teste, dann steigen natürlich auch die Zahlen. Das ist doch ganz klar. Die Rate, das hat das Professor Streeck schon kaum recht deutlich rübergebracht. Okay, gut, und wir wissen auch, ich habe vorhin schon... Lassen Sie mich doch mal bitte ausreden. Wir haben nur noch drei Minuten, deshalb... Und, Ja, trotzdem, Frau Wittner, wenn Sie dazwischen reden, habe ich ja nichts dagegen, aber meine lieben Kollegen da hinten. Also wir haben da auch nochmal festgestellt, dass die falschen Interpretierungen innerhalb dieser Teste doch gefährlich sind auch. Dass Leute positiv getestet sind, die es gar nicht sind und negativ wieder positiv. Okay, und wenn das nicht richtig geklärt wird, können wir doch nicht massenhaft solche Experimente durchführen, die Leute durch die Reihe durchtesten. Das kostet auch unheimlich viel Geld und die Kapazität der Gesundheitsämter wird doch auch überschätzt. Dadurch. Okay, Sie sagen, das liegt nicht absolut an den Testen? Das so zu sagen. Also wir haben jetzt seit den letzten 6-7 Wochen an sich gleichbleibende Testanzahl, irgendwas zwischen 1,1 und 1,2 Millionen wöchentlich, und müssen aber feststellen, dass sich die Positivrate also mehr als verdoppelt hat. Also von daher ist das ein Argument, das einfach unsinnig ist. Welchen Schaden gibt es aber doch wir haben nur noch eine Minute, deshalb würde ich ganz gern die Frau Kappert-Ganter noch mal fragen, weil Sie sind Ärztin für Psychiatrie auch. Was bedeutet das eigentlich für die Seele jetzt in diesem November, dass wir alle auf diesen November gucken, wo wir unsere Kontakte stark eingeschränkt sind? Wie kommen wir da gut durch? Naja, Menschen sind soziale Wesen und wir müssen es möglich machen, dass Menschen sich auch weiterhin begegnen können. Und das geht eben auch mit Abstand, mit Maske, auch im November möglichst mit Abstand zu zweit draußen spazieren gehen. Das sind sicherlich gute Maßnahmen und man muss eben möglich machen, unter den gebotenen Einschränkungen, dass Menschen nach wie vor zusammenkommen und sich auch gegenseitig unterstützen können. Und dieses Wort, dass man beim physischen Abstand trotzdem seelisch verbunden bleiben kann, das halte ich für sehr, sehr richtig. Also auch Menschen, die wissen, dass es gibt einsame Menschen in der Nachbarschaft, gerne mal zum Telefonhörer greifen und anrufen. Okay, also uns gegenseitig stützen, nicht allein lassen, auch Abstand. Ganz herzlichen Dank, Frau Dittmann, Herr Ullmann, Herr Spangenberg und Frau Kappert-Gonter, für diese Diskussion, die morgen im Bundestag natürlich weitergeht. Dann gibt es die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin den ganzen Tag im Bundestag, wie immer bei Phoenix natürlich zu sehen. Am Abend gibt es wieder eine Phoenix-Runde. Dann schauen wir auf die Corona-Zahlen weltweit nochmal. Aber jetzt gibt es erstmal Phoenix, der Tag. Schönen Abend noch.